schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Das Spiel von Liebe und Tod geben. Das Ganze ist geschrieben von Martha Brockenbirth. Ich hoffe, ich spreche die gute Frau richtig aus. Erschienen ist das Buch im Löwen Verlag und kostet neu 18,95 Euro. Ich verlinke euch alle Daten und das Buch und den Verlag in der Infobox. Blend euch hier alles ein, damit ihr auf jeden Fall gut informiert seid. Und ja, jetzt erstmal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Henry. Und Henry findet sich ziemlich häufig wieder vor der Tür des Jazzclubs, dem Flora allabendlich auftritt und singt. Denn die Stimme der jungen Frau hat ihn auf jeden Fall in seinen Band geschlossen. Doch Flora hingegen wehrt sich davor, eine nähergehende Beziehung mit Henry einzugehen. Denn sie ist eine schwarze junge Frau und er ein weißer junger Mann im Jahre 1937 in Seattle. Und solch eine Beziehung darf natürlich zu dieser Zeit nicht sein. Die beiden wissen aber nicht, dass sie im Endeffekt nur Spielfiguren in einem uralten Spiel von Liebe und Tod sind. Die beiden haben sich in menschlicher Gestalt auf die Erde niedergelassen und nutzen alle ihnen möglichen Tricks und Manipulationsversuche, um das Spiel für sich zu entscheiden. Wie das Ganze ausgeht und was genau hinter diesem Spiel steckt, müsst ihr selber lesen. Ob Flora und Henry irgendwie zusammenfinden oder eventuell sogar beide in die Fänge des Todes geraten, das ist halt etwas, das dieses Buch verbirgt. Und ich fand es absolut toll. Ich bin mit gar keine Erwartung daran gegangen eigentlich. Ich hatte, als ich es jetzt gelesen habe, nicht mal mehr den Inhalt im Kopf und war sehr, sehr begeistert, als ich gesehen habe, dass es 1937 spielte. Denn ich dachte erst so, oh, das geht so in Richtung Zweiter Weltkrieg. Dann habe ich aber ziemlich schnell festgestellt, dass das Ganze gar nichts damit zu tun hat, was ich auch überhaupt nicht schlimm fand, sondern das Ganze hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Und das fand ich noch interessanter, wenn ich ehrlich bin, nämlich diesen Rassenschwerpunkt, der in Amerika auf jeden Fall zu dieser Zeit sehr relevant war. Und ich fand Henry super sympathisch. Ich fand auch Flora total tough und straight und die wusste einfach, was sie will. Und die hat halt ihre Frau trotz der Schwierigkeiten und Problematiken dieser Zeit gestanden. Das fand ich absolut toll. Ich finde, die Autorin hat sehr tolle Charaktere erschaffen. Allein mit den Protagonisten, aber auch mit diesen Gestalten von Liebe und Tod. Das fand ich echt toll gemacht. Das hat mich echt abgeholt und mitgerissen. Und ich habe von der ersten Seite bis zum Schluss mitgefiebert, wie das Ganze ausgehen wird. Und hatte immer wieder die Hoffnung. Und hier ist so viel Sinnbildlichkeit drin. Und hier stecken so wahre und ehrliche Worte drin. Und ich habe nur so gedacht, das hat nicht nur was mit der damaligen Zeit zu tun, sondern das kann man komplett auch in unser Jahrhundert transportieren. Es ist einfach eine Aussage, die sehr, sehr schön ist. Es geht nämlich darum, dass... Ja, nein, ich will es euch gar nicht vorwegnehmen. Das müsst ihr einfach selber lesen. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig toll und ich habe es sehr gemocht. Von mir hat das Ganze 4,5 Sterne gekriegt. Es gab so eine Stelle, da hat es sich für mich etwas gezogen. Da hätte es ein bisschen kürzer sein können. Ansonsten war es einfach eine gelungene Geschichte, eine gelungene Umsetzung. Ganz tolles Setting, ganz toller Schreibstil, gute Charaktere, die mir viel gegeben haben. Und ich finde, dieses Buch hat einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt. Also ich habe es, glaube ich, bei Nini gesehen und ansonsten aber bei niemanden. Und ich lege es euch absolut ans Herzen. Schaut euch das mal an. Das hat echt tolle Elemente und das kann einen echt begeistern. Und das ist ein Buch, was sehr zum Nachdenken anregt. Auch gerade jetzt wieder zu dieser Zeit, wo mit Flüchtlingen und so weiter alles ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Buch einen nochmal zeigt, was in der Vergangenheit war, was wir bis jetzt geschafft haben in Bezug auf Hautfarben und dass wir das natürlich auch nochmal in Bezug auf andere Thematiken schaffen können als Menschen. Und ja. Das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch noch lesen wollt oder schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Aber bitte ohne jemanden hier unten zu spoilern, denn es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der es noch nicht gelesen hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video. Bye!